Der Erzbischof Víctor Manuel Fernández, der ernannte Präfekt für das Dikasterium für die Glaubenslehre, hat unmittelbar nach seiner Ernennung zum Präfekten eine ganze Reihe von Interviews gegeben, die zu erheblicher Verwirrung, Irritation und Kontroversen geführt hat, aufgrund einer ganzen Reihe von seltsamen Aussagen. Dann hat er sich etwas zurückgezogen und nun will er wohl ein bisschen die Wogen glätten, ein bisschen Ordnung bringen und hat ein Interview gegeben einem sehr guten und sehr konservativen Journalisten, und zwar Edward Pantin. Ich empfehle Ihnen, alle seine Texte, Interviews und so weiter zu lesen. Und ich verlinke auch zu diesem Interview, den ich hier besprechen werde. Er äußert sich mal wieder zum synodalen Weg. Es ist nur das, was ich hier kommentieren werde. Er hat sich natürlich zu einem Thema auch geäußert. Ja, und da wird deutlich, dass, dass der synodale Weg schlicht und ergreifend einfach total abgelehnt wird im Vatikan, auch vom neuen Präfekten für das Dikasterium für die Glaubenslehre und auch von Papst Franziskus. Und das wird auch sehr deutlich erklärt, das eigentlich sehr deutlich, warum das so ist. Das heißt, hier ist offensichtlich etwas völlig aus dem Ruder gelaufen in Deutschland und das stößt auf Ablehnung. Und zwar von Leuten, die ja nicht unbedingt konservativ sind. Fernández ist jetzt kein konservativer, kein traditionalistischer Prälat oder sowas, sondern man muss ihn ganz klar eher zum progressistischen Lager hinordnen. Ja, aber selbst dort ist es so, dass die Deutschen mit ihrer Art und Weise, mit diesem synodalen Weg wirklich auf absoluten Widerstand stoßen. Ja, ich werde hier eine Übersetzung, das Ganze ist natürlich auf Englisch, und Sie sehen hier, er wird dann direkt gefragt, wie er zu diesem deutschen synodalen Weg steht. Und zwar, er sagt, die deutsche Kirche hat große Probleme und muss offensichtlich über eine Neuevangelisierung nachdenken. Also so fängt er an, also das ist ein Riesenproblem und das Problem ist die Evangelisierung, die den Deutschen bis jetzt völlig egal ist. Also Bischof Betzing etc., die haben jetzt ja abgelehnt, über Evangelisierung beim synodalen Weg zu sprechen, obwohl sie dazu ausdrücklich vom Papst Franziskus im Jahr 2019, also als dieser ganze synodale Weg überhaupt angefangen hat, dazu aufgefordert worden sind. Nein, sie wollten dafür eine Kirchenrevolution machen. Andererseits gibt es heute nicht mehr Theologen, also das ist wirklich eine sehr scharfe Kritik von jemandem, der sehr viel publiziert hat und immerhin der Präfekt des Glaubensdikasteriums ist. Ja. Andererseits gibt es heute nicht mehr Theologen auf dem Niveau derjenigen, die in der Vergangenheit so beeindruckend waren. Ja, und das sagt jetzt wirklich kein Konservativer, der hätte wahrscheinlich dann gesagt, okay, die deutsche Theologie ist schon sehr lange eigentlich ein Problem, sondern da sagt ja jemand, der eigentlich zu diesem Lager gehören würde. Und wie ich das verstehe, ist folgendermaßen. Und zwar, es gab noch, sagen wir so, bis zur Generation von Leuten wie Kardinal Lehmann, das waren Leute, die ja wirklich theologisch ausgebildet haben, die hatten Ahnung und deshalb wussten sie auch sehr gut, wo die Grenzen sind dessen, was sie wagen können, was sie experimentieren können. Aber das hat man gemerkt. Kardinal Lehmann war ein liberaler Kardinal, aber er kannte Theologie und seine ganze Generation kannte Theologie. Die wurden auch entsprechend ausgebildet und die wurden auch mit einer gewissen Disziplin ausgebildet. Ja. Die jetzigen Theologen, die haben einfach diese Substanz nicht mehr und offensichtlich ist denen das Gefühl, wie weit sie gehen können, völlig abhanden gegangen. Ja. Das ist auch, was zum Beispiel auch Kardinal Kaspar immer wieder gesagt hat, das, was sie von sich geben, ist schlicht und ergreifend inakzeptabel. Das ist nicht mehr katholisch. Ja, und ich wiederhole, das sind alles liberale Prälaten, die Konservativen sowieso, also die Tradis und so, die können damit sowieso schon lange nichts mehr anfangen, Aber das ist eine sehr interessante Beobachtung, dass er das sagt, dass im Grunde genommen die deutsche Theologie eigentlich, nichts mehr taugt. Das Risiko des synodalen Weges besteht darin, zu glauben, dass die Kirche in Deutschland durch die Ermöglichung fortschrittlicher, im Original steht progressive, also progressive, Neuerung gedeihen wird, Und da sagt er, das ist ganz klar, das ist falsch, das ist die Grundannahme. Die haben gedacht, Betzing, Karl Marx und so weiter, wenn wir so modern werden, wie nur möglich, dann wird alles toll. Und das ist ein totaler Reinfall, angefangen mit der Tatsache, dass sich niemand dafür interessiert hat, Der synodale Weg ist rein von den Medien her ein,
ein Desaster gewesen. Ich glaube, die wollten damals eine Art Medienhype verursachen. Ja, endlich haben wir eine moderne Kirche, eine emanzipierte Kirche, womit mit Geschlechtergerechtigkeit und Gender und so weiter. De facto hat sich kein Mensch interessiert. Die Kirche hat sich total gespalten. Es hagelt an Kritik, ja, und man hat überhaupt keine Ahnung, wie sie aus diesen Schlamasseln rauskommen. Das ist die Situation. Und das erkennt, ich glaube, Fernandes wirklich sehr gut. Er ist vielleicht links, aber er ist nicht dumm. Ja, der sagt, okay, also so können wir das nicht machen. Wir können einfach nicht eine Kirche in einem Land total ruinieren, so wie das Betzing getan hat. Ich werde das nochmal lesen, weil das ist so wichtig. Das Risiko des synodalen Weges besteht darin zu glauben, dass die Kirche in Deutschland durch die Ermöglichung fortschrittlicher oder progressiver oder linkskatholischer, wie Sie das noch, modernistischer Neuerung gedeihen wird. Ja, also das ist schon eine sehr heftige Kritik, ja, weil das ist ja die Grundannahme des synodalen Weges. Dies ist nicht das, was Papst Franziskus vorschlagen würde. Und er ist ja praktisch der Ghostwriter von Papst Franziskus. Er ist sozusagen der Theologe von Papst Franziskus. Das heißt, wenn er das sagt, dann wird das sehr deutlich, eigentlich das, was sie da in Deutschland gemacht hat, hat nichts damit zu tun, was Papst Franziskus will. Und Papst Franziskus ist auch nicht kein konservativer Papst oder so, oder besonders traditionalistisch, das kann man nicht sagen, ja, auf keinen Fall. Er ist eigentlich eher reformerisch, ja, in seinem ganzen Stil, in seinen ganzen Gesten und so weiter. Und es wird völlig klar, das heißt, selbst er kann mit den Deutschen nichts anfangen, ja. Also diese ganze Kritik ist wirklich massiv eigentlich, ja. Also erstens hätten die Deutschen evangelisieren müssen, dann ist die Theologie eigentlich nichts mehr wert und dann haben sie außerdem eine völlig falsche Strategie beim synodalen Weg gewählt. So, und da geht das weiter. Also Papst Franziskus, der eine erneute Missionsarbeit betonte, die sich auf die Verkündigung des Kerygmas konzentrierte. Kerygma ist sozusagen die Predigt, das Verkündigen, also das Bekenntnis zu Christus, ja, der unendlichen Liebe Gottes, die sich im gekreuzigten und auferstandenen Christus manifestierte. Und davon ist natürlich beim Synodalen Weg überhaupt nichts zu spüren. Der Synodale Weg ist nichts anderes als eine Agitationsveranstaltung gewesen im Moment. Also der Synodale Weg ist eigentlich fast eher eine politische Veranstaltung als eine theologische Veranstaltung gewesen. Ja, man merkte ganz klar, die ganzen Frontenbildungen entsprechen eigentlich eher einer politischen Auseinandersetzung und nicht einer theologischen. Und jetzt ist interessant, dass er offensichtlich ja, genervt ist, dieser Erzbischof Fernandes, dass man ihn irgendwie sagt, ja, er hätte irgendwie was mit dem synodalen Weg in Deutschland was zu tun. Das ärgert ihn offensichtlich, und weil er natürlich immer wieder konfrontiert wurde. Ja, wie stehen Sie dazu? Immer wieder wurde in Interviews, und dann musste er immer sagen, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, ich habe mich so gar nicht damit beschäftigt bis jetzt. Ja, das hat ihn offensichtlich genervt, und er antwortet hier, also ohne, dass man ihn fragt eigentlich. Also er sagt Folgendes: Ich weiß nicht, warum einige Ihrer Kollegen, damit meint er wahrscheinlich die ganzen konservativen Journalisten, mich mit der deutschen Art identifizieren. Also das ist schon ziemlich heftig. Also das ist schon eine ziemliche Kritik. Man muss eigentlich eine Sache verstehen. Die Argentiner, die haben eine ganz andere Art der Kommunikation, die von anderen als nicht besonders diplomatisch gelten würde. Das ist eben ihre Eigenart. Ja, so sind sie eben. Ja, das muss man ein bisschen verstehen. Und deshalb sagen sie Dinge, die andere so nicht sagen würden. Ja. Aber zum Beispiel hier, ich weiß nicht, warum einige Ihrer Kollegen mich mit der deutschen Art identifizieren. Entschuldigung. Über die ich noch wenig weiß. Schauen Sie, mein berühmtestes Buch heißt Los Cinco Minutos del Espíritu Santo, also die 5 Minuten des Heiligen Geistes. Und er enthält eine tägliche Meditation über den Heiligen Geist, von dem 150.000 Exemplare verkauft wurden. Wussten Sie das? Und das ist interessant, dass er dann im weiteren Verlauf des Interviews sagt, was er alles in seinem Erzbistum gemacht hat, La Plata in Argentinien. Und zwar, er hat Anbetung organisiert, er hat Prozessionen organisiert, er hat die ganze Frömmigkeit organisiert, er hat dafür gesorgt, dass Leute in die Heime gehen und dort die Häuser segnen und beten zur Mutter Gottes etc. etc. Das heißt, er betont eigentlich, wie stark er die Frömmigkeit gefördert hat in seinem Erzbistum La Plata, und das sagt er, um sich zu sagen, ich bin nicht so wie dieser deutsche synodale Weg. Ja? Also das ist schon beachtlich, wie er das ausdrückt. Ja? Da können Sie sehen, welchen katastrophalen Ruf eben der deutsche synodale Weg
selbst bei solchen Leuten hat, ja. Und ich glaube, das ist eine Sache, was Bischof Betzing schlicht und ergreifend nicht kapieren will. Er kann sich das nicht vorstellen, dass jemand den synodalen Weg nicht toll findet, ja. Und deshalb hat er einfach immer nur diese Trotzreaktion gehabt, ja. Und genauso wie diese ganzen Leute vom Zentralkomitee der Deutsch-Katholiken sagen, das ist unmöglich, das ist Unverschämtheit, ja. Und Rom will uns nicht zuhören und so. Die wollen nicht kapieren, dass der synodale Weg einfach entsetzlich ist, und das wird selbst von Leuten so empfunden, die eigentlich Alliierte des synodalen Weges sind. Ja. In den Kommentarspalten hier in meinem Kanal werden immer wieder Leute sagen, ja, sie sagen doch, der synodale Weg sei so isoliert. Der ist isoliert, gerade bei diesen wichtigen Leuten. Natürlich gibt es Alliierte, ja. Natürlich gibt es Leute, die so denken wie Bischof Betzing. Aber niemand, der ein bisschen strategischer denkt, sagt etwas Positives über den synodalen Weg, weil der synodale Weg ist im Grunde genommen ja ein Instrument zur Zerstörung eigentlich des progressistischen Projektes eigentlich, weil die so jenseits von Gut und Böse sind. Das wäre gut, dass Bischof Betzing das eines Tages erkennt und dann eher auch sagt, okay, pass auf, lass uns doch ein bisschen nicht mehr über diesen synodalen Weg sprechen, lass uns mal nicht mehr über Segensfeiern, beten wir Rosenkranz, machen wir Anbetung, machen wir Prozession und ja, machen wir doch was anderes, anstatt immer diese Kirchenrevolution, die ja selbst in Deutschland immer mehr auf Widerstand stößt. Vielen Dank.